Herr Neisser, eines Ihrer Hauptthemen bei den Landtagswahlen 2020, wo Sie für die Liste Burgenland kandidieren, ist die Jugend. Was können wir sich darunter vorstellen? Auch das ist relativ einfach erklärt. Heutzutage muss man mit der Jugend einen gemeinsamen Weg finden. Man muss die Jugend nicht nur anhören und zuhören, man muss auch Lösungen erarbeiten können. Man muss die Gedanken der Jugendlichen verstehen können. Man muss aber auch der Jugend sagen, dass nicht alles, wie sie sich vorstellen, funktioniert, sondern dass man an gemeinsamen Lösungen, die realistisch sind, dass man die zusammenarbeiten kann. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ja, natürlich spricht jeder über diesen Klimaschutz und Plastik hin und Plastik her, Elektroautos. Es ist nicht jetzt nur, wenn man sagt, okay, jeder nimmt sich sein Elektroauto und die Geschichte hat sich, der CO2-Ausstoß hat sich verringert, sondern es müssen auch die Lösungen erarbeitet werden, wie geht es nach dem Elektroauto weiter? Was macht man mit dem kaputten Elektroauto, mit dem kaputten Akku? Ist es die einzige Lösung, ein Elektroauto? Ist es, gibt es Alternativen? Das sind alles so Sachen, die man erarbeiten kann und Lösungen finden kann. Und das wollen Sie eben gemeinsam mit der Jugend erarbeiten und dann auch übernehmen, wenn es vernünftige und durchführbare Ideen sind? Ja, natürlich, weil wenn es die Jugend nicht weiß, wo der Schuh drückt, dann funktioniert es schon gar nicht.